Hallo und herzlich willkommen bei CryptoTV. Mein Name ist der Reuter Roman und heute möchte ich mich in Zeichen einer sehr guten Freundin, die ich bei Telegram gefunden habe, zuwenden, die Hilfe braucht, in doppelter Hinsicht. Und das ist die Patricia, eine Französin. Sie bräuchte eigentlich Hilfe von der Justiz. Und auch der Tod scheint sich ihr nicht dementsprechend zu widmen, wie er es eigentlich sollte. Nun, fangen wir doch mal wegen ihrem Problem an, die sie mit der Justiz hat. Unsere liebe Patricia möchte gerne ins Gefängnis wandern, aber die Justiz will ihr das nicht gewähren. Und dann hat die Arme auch noch obendrein schon so lange Krebs, aber der Tod, der will sie einfach nicht abholen. Nun, mir scheint, dass wir ihr dabei nicht großartig helfen können und somit habe ich mich an das Fachpersonal der Polizei gewendet, damit sie im Zuge der Staatsanwalt ihr dabei helfen kann, die schwedischen Gardinen von innen sehen zu dürfen. Doch dazu werde ich euch jetzt einfach einmal erklären, um was es genau geht und wie es eben also insbesondere dabei aussieht. So, einige werden es vielleicht schon bemerkt haben, dass ich hier etwas sarkastisch war und diese Sachlage doch etwas viel ernster ist. Und darum will ich euch diesen Screenshot zeigen, den ich über meinen Telegram-Account gemacht habe. Am 7. März 2022 hatte sich Marie-Marie Veronique Patricia bei mir gemeldet und mir mitgeteilt, dass sie eben wegen Brustkrebs schwer krank in den letzten Atemzügen im Krankenhaus liegt und ein Importunternehmen mit ihrem Mann geführt hatte, das wohl mit Rotöl handelt. Rotöl ist eine Substanz aus Johanniskraut, das zum Beispiel bei seelischer Verstimmungen unterstützend ist und auch eine Wohltat für Schlechtschläfer ist. Nun, diese Dame ist nun komplett alleine, wie sie schreibt. Ihr Mann ist verstorben und sie hat auch keine Kinder. Und so möchte sie ehrlichen Menschen, die Gutes tun wollen, 685.000 Euro spenden. Am 14. März 2022 habe ich dann bemerkt, dass sich diese Dame da bei mir gemeldet hatte. Und als ich das hier durchgelesen hatte, war mir sofort klar, dass diese angebliche Dame französischer Herkunft eine Betrügerin ist. Ich hatte schon unzählige solche Angebote bekommen von vielen verschiedenen Personen. Meist über E-Mail oder auch über Facebook melden sich öfter solche Menschen, die oft mehr oder in etwa gleich viel dieser Geldsumme mir vermachen wollten. Da sie eben allesamt immer wieder eben keine Nachkommen haben und nun einen Menschen suchen, der wohl damit Gutes tun könnte. Ja. Oder in anderen Fällen sieht das oft so aus, dass bestimmte berühmte Menschen, wie zum Beispiel die, ich glaube es war einmal die angebliche Frau von Gaddafi, die auf der Flucht ist, an ihre Grundgeldsummen schwer herankommt und somit irgendwie ein Strohmann-Konto braucht. Sie haben es niemals Strohmann-Konten genannt, aber im Grunde wäre es so, indem sie es zum Beispiel mir dann übersenden und sie dann einen Teil davon abbekommen und ich einen Teil. Da gibt es vielerlei Maschen, wie sie das eben immer mit beanschlagen. Und dabei schwingt auch immer ein unlauteres Angebot an sich schon hier mit, wie eben, wie ich jetzt erwähnt habe, ein Strohmann-Konto. Aber auch diese Patricia hat erwähnt, dass ihr Mann, das werden wir dann auch später in den Screenshots sehen, nicht immer legal seine Geschäfte abgewickelt hatte.
Also somit diese Menschen einen oftmals zum Mitwissern von illegalen Altlasten machen wollen. Ich vermute mal, das soll eine Taktik sein, damit, wenn man glaubt, dass man das Geld wirklich bekommt, dann nicht zur Polizei geht oder so. Klingt zwar auch unlogisch an sich, aber es gibt viele Menschen, ich will sie nicht als dumm bezeichnen, aber dennoch oftmals ihre Naivität dabei im Wege steht. Man kann auch auf bestimmten Internetseiten selbst auch gewisse Namen nacheruieren, wo man dann sieht, ob dieser Name zum Beispiel schon gelistet ist, der hier einen dieses Angebot macht. Wobei, wenn man dann diesen Namen hier drinnen nicht auffinden sollte, da ja auch diese Betrüger immer up to date bleiben müssen, um ihren Betrug durchziehen zu können, erfinden sie ja immer wieder neue Namen. Und so wird diese Liste, die man hier einsehen kann, natürlich immer länger. Und diese, wie auf dieser Bialo.de Seite, auch schon extrem lang an sich ist. Wenn man da eben runterscrollt, sieht man sehr viele Namen, die man dann vergleichen kann. Wobei, wenn ich jetzt hier auf dieser Seite mal stoppe, seht ihr hier ein Angebot über Bitcoins für 20 Euro geschenkt. Jetzt bei Bison anmelden. Ja, Bitcoin, das ist für meines Erachtens ebenfalls ein Riesenbetrug an die Menschheit, ja. Denn wenn es dann nur noch digitales Geld gibt, sind wir voll und ganz geknechtet. Dann kannst du nichts mehr kaufen und erwerben, ohne irgendwo Rechenschaft ablegen zu müssen. Und mit Rechenschaft ablegen meine ich jetzt nicht, dass man selbst betrügerische Angelegenheiten mit seinem Geld anstellen will, ja. In dem digitalen Geldsystem bist du dann komplett unter der Fuchtel des Staates, zum Beispiel wenn Social Credit Punkte dann eingeführt werden, so wie es jetzt schon oftmals im Gespräch ist. Erschreckende Hinweise, dass dieses Social Credit System, das in China schon voll und ganz angefahren ist, nicht vor deren Grenzen Halt macht, sieht man schon im Beispiel Bologna, wo dies schon getestet wird und auch bei uns, wie in diesem Bericht zu entnehmen ist, zumindest in den Köpfen unserer Politiker eine große Liebäugelei besteht. Nicht umsonst ist Merkel und andere Politiker nach China gefahren, um sich dort darüber beraten zu lassen. Bitte entschuldigt, wenn ich jetzt mal kurz vom Thema eben abschweife in Social Credit System und Bitcoins, da es sich ja hier leider in dieser Internetseite, die ich zuvor gezeigt hatte, ja leider uns jetzt auch noch aufdrängt. Nun, wie sieht so ein Social Credit System im Genaueren aus? Da wird man dich für gewisse Ausgaben sperren können, wenn du unartig bist, zum Beispiel mal zu schnell gefahren bist oder eben eine FFP2-Maske nicht getragen hattest, dann kann dieses digitale Geldsystem beim Einkaufen sagen, nein, dieses Goodie kannst du dir jetzt nicht kaufen, denn dein Konto ist jetzt eingeschränkt nur auf die primären Lebensmitteleinkäufe für diesen gewissen Zeitraum. Und in Bezug zu den Bitcoins, also einer digitalen Währung, wird dann dies mit den Social Credit Punkten verknüpft. Zu den umfangreichen Erklärungen der Bitcoins. Ich habe mal ein besonderes Video dazu gemacht. Ich werde es euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Denn ich will mich jetzt hier nicht den Bitcoins widmen. Aber ich finde es doch bezeichnend, dass ich diese Seite, die vor Betrügern warnt, selbst mithelfen will, um das Bargeld abzuschaffen. Denn nur Bares ist Wahres. Ja, und wenn wir dann noch etwas weiter runter scrollen, finden wir auch diese sogenannten Notare, Anwälte, die sich mit diesen Anbietern, die man zuvor jetzt gesehen haben, die das Geld hätten, behilflich sein sollen, dass ihr dann das Geld bekommen solltet. Und diese Anwälte sind ja auch fake.
Auf das gehe ich dann auch noch später genauer ein, wie man das noch speziell rausfinden kann. Aber wie ihr seht, wenn man darunter scrollt, finden wir auch eine große Liste dieser sogenannten Anwälte. Tja, und in dieser Seite wird auch dann noch gezeigt, was man tun soll, wenn man zum Beispiel schon viel Geld verloren hatte. Doch bevor man zu diesem Hinweis kommt, kann man auch hier noch zuerst ein paar Ratenkreditempfehlungen. Ja, klar, man hat sich ja nicht schon mehr als genug privat verschuldet. Da schadet ja ein Kredit mehr auch nicht. Aber eben, wenn man weiter runter scrollt, finden wir hier zum Beispiel Tipps, wie man sich schützen oder helfen kann, wenn schon ein Schaden dabei entstanden ist. Ach ja, so ganz hier nach den Hinweis, was sollen Sie mit den Nachrichten machen, am besten eben gleich löschen, steht hier und so weiter und so fort. Ja, die Tipps hier drinnen, die will ich ja nicht als unlauter ansehen, das ist schon alles so gut und richtig. Aber zwischendurch kommt dann wieder etwas, nämlich mit dem neuen Girokonto unnötige Kosten sparen. Also, dass man nur noch auf Online-Bankensysteme setzen sollte, was eben wiederum mithelfen soll, nicht nur das Bargeld abzuschaffen, sondern auch diese ganzen Banken, zu denen ihr hingeht, physisch und noch direkten Kontakt zu einem Betreuer habt. Das soll ja auch alles abgeschafft werden. Ich musste zum Beispiel schon meine Bank wechseln, weil meine jahrelange Bank, die ich bisher hatte, nun geschlossen hat. Eine lange Zeit lang hatte sie ja nur noch vormittags offen und nachmittags geschlossen. Mittlerweile ist die ganz zu. Und bei uns in Salzburg gibt es mittlerweile viele dieser Banken, die, ich will es doch mal nennen, gestorben sind, um den Menschen dazu zu nötigen, nur noch alles in digitaler Form abzuwickeln. Aber gehen wir doch noch etwas runter, damit wir eben sehen können, was so noch vorgeschlagen wird, was man tun kann, wenn man diesen Betrug aufgesessen ist. Und wie schon erwähnt, die Tipps, wie man sich verhalten soll bei solchen Betrügern, wird auf dieser Seite schon ganz gut erklärt. Und es hat halt für mich dennoch einen faden Beigeschmack, diese Seite, da hier anscheinend man sehr bemüht ist, uns vom Bargeld zu befreien und uns digital zu versklaven darin. Jedoch kommen wir nun zurück zu unserer Patricia. Und so habe ich ihr mitgeteilt, dass ich im Zuge meiner Presse- und journalistischen Arbeit mich für das Wohl unserer Gesellschaft und besseren Bedingungen in vielen Bereichen weltweit einsetze und dadurch auch dieses Geld gut brauchen könnte, habe ich auch dann auch schon mitgeteilt, dass es ja viele betrügerische Angebote ähnlicher Art gibt. Und so habe ich dann wissen wollen, wie sie eben auf meine Kontakt gestoßen ist. Und sie eben erwähnte, dass auch ihr auffiel. Und sie meinte, dass ich wohl Gutes vorhaben würde mit diesem Geld. Und wollte eben genaueres wissen, wie sie eben gerade auf mich zukommt. Normalerweise antworte ich ja solchen Angeboten ganz und gar nicht, lösche sie sofort, blockiere sie, ignoriere sie einfach. Doch jetzt schon nach, ich weiß nicht, ein paar Dutzend solcher Angebote eben von verschiedenen solcher Menschen, hat es mir dann doch etwas gereicht und wollte dem einen Riegel vorschieben, um diese Menschen vor Gericht zu bekommen, damit sie eben hinter schwedische Gardinen landen. Und zugleich habe ich mir dann auch gedacht, mache ich darüber auch einen Medienbericht, um zu zeigen, wie man sich vor solchen Menschen schützen kann und auch zu zeigen, wie man nacheruieren kann, ob es sich hier um echte Angebote handelt oder um Betrüger. Denn
komplett ausschließen kann man ja nie, dass mal irgendjemand, der keine Nachkommen hat, jemanden, von denen sie wissen, der so Gutes tun würde, ihr Vermögen vermachen würden. Es ist doch ja doch auch so, dass es auch Philanthropen gibt auf dieser Welt. Aber wie gesagt, primär war mir schon klar, dass dies ja eine Betrügerin ist und wollte dadurch euch hier dieses Video machen und habe mich dadurch am 14. März dazu bereit erklärt, für euch undercover mich hier mal dieser Dame zu widmen und einfach mal mitzuspielen. Aber auch gleich im Hinterkopf wissen, dass ich dies dann auch der Polizei melden werde, damit sie dies der Staatsanwaltschaft weiterleiten kann. Ja, und hier sieht man ja, dass diese Betrüger im Grunde ja gar nicht sehr dumm sind. Auf meine Frage hin, wie ich eben wissen kann, ob sie keine betrügerische Absicht hat, fragt dann sie am Ende mit den Worten, weil ich sie dir mit offenen Herzen anbiete und ich nichts erwarte, andernfalls sagen sie mir im Gegenzug, ob ich ihnen vertrauen kann, indem ich ihnen diese Spende hinterlasse. Also auf den Mund gefallen sind sie auch nicht gerade, wenn man einem Naivling gegenübersteht. Und ebenfalls sieht man, wie sie doch sehr, sehr einen drängen, schnell zu handeln, damit das Geld bis spätestens einer Woche auf das Bankkonto überwiesen werden kann. Doch wie lautet der Spruch so schön? Beim Hudeln entstehen hässliche Kinder. Ja, und so habe ich halt einfach noch weiterhin mitgespielt mit ihr und habe ihr mitgeteilt, dass ich ja doch ein Gefühl hätte, dass sie eine ehrliche Seele sei. Habe da einen YouTube-Videolink verlinkt, wo ich ihr zeigen wollte, dass ich zum Beispiel mich für die Wildnisschule Auenland schon eingesetzt hatte, die sich für Kinder sehr löblich einsetzt. Sie erwähnte dann, dass sie sich diesen Kanal ansehen wird von mir und erwähnt auch dann noch später, dass sie mich eben auf Telegram entdeckt hatte und meinte, dass ich die Person sei, die das Geld gut verwenden würde. Und mit diesem Videobeitrag konnte ich sie dann davon überzeugen, dass ich ihr wohl wirklich auf den Leim gegangen bin. Und so biss dann sie auch an meine Angel an und hatte mich dann darum gebeten, dass bevor ihre Gesundheit dem Tode weichen muss, ich ihr schnell noch meine Kontaktinformationen zusenden soll. Ja, und jetzt will sie mich eben zu ihren Fake-Notar weitervermitteln, damit denn eben alles wunderbar abläuft. Und weiter unten können wir dann auch schon lesen, dass sie das bisschen Bargeld, auf das sie gerade zugreifen kann, für ihre Pflege braucht und da eben durchblicken lässt, dass ich wohl 256 Euro bereitzuhalten hätte für den Notar. Das werden wir dann aber auch noch gleich genauer erläutern. Und in der Zwischenzeit schmiere ich ihr halt, wie man hier alles entnehmen kann, gehörig Honig um den Mund und bitte sie eben für ein schönes Foto von ihr, damit ich ihr dann eine Gedenkplakette machen kann, um dann für meine Wohltätigkeitsprojekte sie als Wohltäterin ehren zu können. Weiter unten teasert sie schon einmal an, dass dies aber nicht ganz kostenlos für mich sein wird, dass 256 Euro nötig sein werden für die Beglaubigung ihrer Schenkungsurkunde. Wenn sie könnte, würde sie das für mich begleichen, aber sie schreibt da, dass sie das Geld, das sie jetzt gerade bar zur Hand hat, für die Pflege im Krankenhaus benötigt. Also würde wirklich ein Philanthrop euch Geld übermitteln wollen, dann würde er eine Notar, stellen wir es mal so vor, direkt zu euch schicken, der euch besuchen kommt, vielleicht eventuell sogar. Aber zumindest würde sie
oder er oder es dafür sorgen, dass die Kosten vollumgänglich von deren Seiten gedeckt werden, um euch dies zugänglich machen zu können. Und ich schätze auch mal, dass der Notar sicherlich auch die Berechtigung hätte, gegebenenfalls auf einen Teil des Geldes zugreifen zu können, um eben dies abwickeln zu können. Denn kostenlos wird er ja auch nicht für sie arbeiten. Und jetzt hat sie mir eben, wie ihr sehen könnt, hier ein Foto von ihr übersendet. Dabei habe ich ihr meine Telefonnummer und eine Alias-E-Mail-Adresse übermittelt und erwähne auch noch, dass ich auf meinem Handy kein Telegram nutze, sondern dies von meinem PC aus zu Hause mache. Auf den Hinweis, falls sie mich eben kontaktieren möchte, dass ich dann, wenn ich außer Haus bin, nicht erreichbar bin auf Telegram. Und jetzt gibt sie eben bekannt, ja, dass sie eben vorhat, im Grunde Kindern zu helfen, die in Waisenhäusern leben müssen und auch Arbeitslose arbeiten können. Also gerade mit den Waisenkindern, da sieht man, wie sie die Taktik eben an mich anpasst in Bezug eben zur Wildnisschule Auenland, um mich eben noch besser locken zu können. Dieses Foto habe ich auch insbesondere dessen von ihr angefordert, nicht nur um ihr Honig um den Mund zu schmieren wegen einer Gedenkplakette, sondern um auch sie im Internet suchen zu können, um zu sehen, wo sie auch ihr Unwesen treibt. Und dazu habe ich auf Facebook nachgesucht und den Namen, den sie mir hier eben angegeben hatte. Und da bin ich auf eine Facebook-Seite gekommen, wo dann das danebenliegende Profilbild zu sehen war. Ja, da sieht man sie in einem Krankenbett liegen. Das hat sie wohl angelegt im Facebook-Account, damit sie Menschen davon überzeugen kann, die doch vorher nachrecherchieren wollen, ob es sie wirklich gibt. Und im Zuge dessen, da sie ja berichtet, im Krankenhaus zu liegen wegen eines Brustkrebsleidens, man dann eben den Eindruck gewinnt, dass sie wirklich diejenige ist, die sie vorgibt zu sein. Und hier seht ihr nun zum Beispiel diese Facebook-Seite. Nur euch fällt jetzt sicher auf, dass die Patricia Marie Veronique am 15. Januar 2023, also etwas mehr nach einem Dreivierteljahr, wo sie mit mir Kontakt aufgenommen hat, ihr Profilbild geändert hatte. Es ist zwar noch dieselbe Person zu sehen, aber ein etwas verändertes Bild, wo sie zum Beispiel die Brille eben nicht auf ihre Stirn hochgelegt hatte. Das Bild mit der Stirn, das sie eben hochgelegt hatte, eben nochmals zu sehen hier, hatte ich aufgenommen kurz nach unserem Telegram-Gespräch. Also vor ein Dreivierteljahr hatte ich dieses Foto gescreenshottet. Also so todkrank, wie sie ist oder mir weismachen wollte, damit ich schnell handle und ihre Anweisungen zu befolgen, damit ich an das Geld komme. Also so todkrank kann sie wohl gar nicht sein, wenn der Tod sie nach über einem Dreivierteljahr noch immer nicht heimsuchen will. Und eben wie gesagt, jetzt wo ich gerade nach über einem Dreivierteljahr diesen Videoschnitt mache, um ihn jetzt dann noch heute, so hoffe ich, hochladen zu können, den Film, gibt es diese Patricia immer noch. Auch der Telegram-Kanal ist noch aktiv. Hier auf diesen drei nachfolgenden Telegram-Screenshots unserer Konservation seht ihr noch, dass ich mich sehr freundschaftlich ihr gegenüber gebe und werde dazu noch viel vertrauensvoller, sodass sie eben denkt, dass sie mich jetzt wirklich an der Angel hat. Und hier an diesem
Screenshots könnt ihr nun sehen, dass ich ihr mitteile, dass ihr angeblicher Notar, Anwalt mich nun kontaktiert hatte. Ja, das sieht wie folgendermaßen aus. Nun, ihr sogenannter Notar mit dem Namen Manier Dominique Emmanuel hatte mich eben per E-Mail jetzt kontaktiert, mich darum gebeten, dies alles vertrauensvoll abzuwickeln, nicht an die Öffentlichkeit eben zu gehen, welch Masche, gegenüber Naivlingen. Und erwähnte eben auch hier, wie ich schon zuvor gesagt hatte, dass ihre Tätigkeiten als Geschäftsfrau, insbesondere ihr Mann, deren Geschäfte eben nicht immer legal waren, und um sie eben aus diesen Irrtümern zu erlösen oder auszumerzen, also Buße zu tun, würde ich mal sagen, soll dies nun zu meinem Wohle, damit ich damit Gutes tun kann, durchgeführt werden. Und der untere Screenshot, das ist dann meine Antwort, da habe ich eben meine E-Mail-Adresse wieder ausgeschwärzt. Er bezeichnet die Patricia immer als er und nicht als sie. Keine Ahnung, wie das mit dem Französischen so abläuft. Kann es vielleicht sein, dass dieser Betrüger so viele Fake-Profile gegründet hat, einige männliche, einige weibliche, sodass ihm für kurze Zeit entfallen ist, dass er sich ja gerade als die Patricia ausgibt. Und so kann man wohl annehmen, dass dies wohl ein Mann ist, der uns oder mich hier eben betrügen will und da kurzzeitig mit seinen Fake-Profilen in diesen Textverlauf durcheinander gekommen ist, wo er auch diese Fotos hernimmt, vielleicht auch doch sie hernimmt oder es diese Fotos hernimmt, sei mal dahingestellt. Ach ja, und somit sieht man schon einmal, wie jetzt die Masche weiterläuft, um mich zu einem Abschluss bringen zu können, damit sie dann mich schlussendlich schädigen können. Wenn ihr einmal die Authentizität eines Notars oder Anwalts herausfinden wollt, gebt einfach Notarfinder in euren Browser-Suchleiste ein. Dann kommt ihr zu einer Internetseite, wo ihr dann den Namen eingeben könnt. Und dort wird dann, wenn er wirklich existent ist, auch aufgelistet. Hier in diesem Fall bin ich auf die französische Notarsuche gegangen. Und wie nicht anders zu erwarten, war dieser Notar mit dem Namen Manuel Dominique Emmanuel nicht vorstellig. In den nun weiteren Screenshots meiner Konversation mit diesem Anwalt, Notar, verlangt er nun von mir, dass ich gewisse Dokumente ihm zusende, damit er mir dann eine Schenkungsurkunde zusenden kann, sodass dann ich mit dieser Schenkungsurkunde berechtigt bin, diese 685.000 Euro zu erhalten. Nach einigen Hin und Her, dass ihr eben auch hier alles entnehmen könnt, kam es dann dazu, dass er mir diese Schenkungsurkunde zugesendet hatte. Und die sieht nun mal hier so aus. Und dann sehen wir uns doch mal diese Urkunde im Genaueren an. Und da sieht man schon einige Punkte, dass so hochprofessionell dieses Lügenkartell auch wieder nicht arbeitet. Schon alleine diese Schenkungsurkunde weist signifikante Ungereimtheiten, Fehler auf. Oben der Briefkopf zum Beispiel. Da sieht man schon, dass dieser Notarknopf oder auch diese goldene Waage einfach nur so ganz wild rein kopiert wurde. Besonders bei dieser goldenen Waage sieht man, dass dieses Bild an sich an dem Briefkopfrahmen überlappt. Auch dieser goldene Notarknopf oder was auch immer das sein soll, der Klingelknopf eines Notars vermute ich, extrem grob pixelig ist. Also ein echter, professioneller, seriöser Notar
würde da zum einen schon hochauflösende Fotos benutzen, die sie auch viel schöner reinkopieren, sodass sie nicht über den Rahmen drüber liegen. Aber auch die Unterschriften dazu, da erkennt man sofort, dass die einfach nur reinkopiert wurden und nicht händisch unterschrieben. Und gleich eines vorweg, gebt niemals eure Wohnadresse an, wie Straße und alles und so fort. Das habe ich alles auch nicht getan. Das möchte ich gleich mal zuvor erwähnen, ja. Ich habe nur Daten hergegeben, die für mich so in dermaßen unbedenklich sind, sodass sie damit keinen Unfug treiben können. Und habe dazu auch ein paar andere Sachen, die er verlangt hatte, an Dokumenten etwas verfälscht. 2 Tage lang stand ich nun dieser Betrügerbande, wie ihr sehen könnt, in direkten Kontakt, wo ich versucht hatte, ihr Vertrauen zu mir zu gewinnen und nicht eigentlich, wie diesejenigen gehofft hatten, mein Vertrauen zu ihnen gedeihen würde. Und dann sieht man nun am 2. Tag, wird es nun auch richtig amtlich, dass, wenn ich das Geld haben möchte, eben 57 Euro für Steuersiegel ausgeben muss, 57 Euro für Einzeldichtung, also was Einzeldichtungen sind, keine Ahnung, vielleicht Einziehungsgebühren, keine Ahnung, Unterschrift und Legalisierung des Chefsekretärs 57 Euro und Steuer auf die Unterschrift und auf den Unterricht, ja, 85 Euro, gesamt eben mit 256 Euro. Also schon einmal, dass solche wichtigen Informationen von einem Notar schon in einem perfekten Deutsch geschrieben sein sollten, ja, da würde sich ein Notaranwalt, wenn er des Deutschen nicht mächtig wäre, sich schon einen professionelle Hilfe holen, damit dies seriös abgewickelt werden kann. Aber man sieht schon, jetzt wären eben 256 Euro fällig, damit ich an diesem großen Geldsegen teilhaben könnte. Und am 3. Tage dann bekam ich nun, auf das ich ganz sehnlichst die Bankdaten, auf die ich nun meine 256 Euro einweisen sollte. Und das war nun genau dies, auf das ich wirklich explizit gewartet hatte, denn damit dachte ich mir, kann man ja diese Betrügerbande nun dingfest machen, indem ich nun eben zur Polizei gehe, die dann die Staatsanwaltschaft einschaltet, um dann mit meinen Screenshots, meinen Beweisen, die ich hier vorgelegt hatte und insbesondere eben der Kontoverbindungsdaten, die sie mir dann zugesendet hatten, dann nacheruieren kann, also nachverfolgen kann, dass wem das Konto gehört, nur sodass man dann zumindest ein paar dieser Menschen, die darauf zugreifen, dann vor Ort verhaften könnte. Auch hier interessant zu lesen, dass dort bei der Bankverbindung jetzt nicht mehr der Notar oder die Patricia gelistet ist, sondern die Melanie Jindra. Zuerst habe ich einmal nachgesehen, was es sich bei der N26 Bank handelt. Und dann sieht man, dass dies eine Neobank ist, die einen Sitz in Berlin hat. Und da habe ich mal rausgesucht, wie seriös die Bank ist und welche Bank steht eben hinter N26, dann ob das einmal eine echte Bank ist. Und ja, hier noch ein paar interessante Zusatzinformationen. Über die Melanie Jindra habe ich dann auch nachrecherchiert, wobei ich da jetzt auf Anhieb nichts gefunden habe, dass sie nun mal in einer betrügerischen Absicht involviert ist, können wir hier schon mal sehen, da eben ihre Bankverbindung hier angegeben wird. Und ob nun die Polizei oder besser gesagt insbesondere die Staatsanwaltschaft
an diesen drei Betrügern interessiert sind, wie eben diese Melanie Jindra, diese Patricia und der Anwalt, sehen wir jetzt. So, grüß euch miteinander. Jetzt sind wir auf der anderen Station. Jetzt schauen wir mal, wie man so eine Anzeige bezüglich so einer betrügerischen Absicht macht. Ich werde zu meinem Lieblingsort gehen. Ihr kennt es ja, das ist der Europark. Da haben wir eine Polizeistation. Und da werde ich jetzt diese Anzeige tätigen. Also wegen dem Impfbus, den lasse ich halt links liegen. Was ich vielleicht noch vorher erwähnen könnte, wenn es euch noch nicht klar ist, ob das wirklich ein Betrüger ist, der euch da heimsucht. Ihr könnt ja zur Arbeiterkammer gehen. Die haben oft so Listen aufliegen, wo die Leute schon oft bekannt sind mit diesen Fake-Namen und so weiter, mit E-Mail-Adressen und so. Da könnt ihr euch auch hinwenden zur Arbeiterkammer, Konsumentenschutz oder irgendwo hin. Geht einfach zur Infoschalter und lasst euch einen Termin machen. Die können euch dann vielleicht auch gut weiterhelfen. Bei mir ist der Fall allerdings klar. Ich brauche die Arbeiterkammer nicht mehr. Ich habe das jetzt wirklich eruiert. Schon alleinig das Indiz von dem Briefkopf, was ihr gesehen habt, wie billig das gemacht ist, das ein echter Notar hat da schon professionelles Briefpapier, ja, mit einem schönen Briefkopf drauf. Was noch so ein Fakt war oder ist das, ihr könnt ja auch Notare finden, ob sie wirklich mit diesen Namen als Notar eingetragen sind. Für Österreich gibt man einen Notarfinder, weil es könnt ihr auch Frankreich eingeben und Notarfinder eingeben. Und da habe ich den Typ natürlich auch nicht gefunden. Das war schon einmal das zweite Grundindiz, dass da betrügerische Absicht ist. Ja, hundertprozentig sicher kann man sich dann sein, wenn man selbst zur Kasse gebeten wird, weil sie sagen, ja, um den Akt jetzt abzuschließen, um das Geld auf ihr Konto transferieren zu können, brauchen wir jetzt von Ihnen aber vorher ein Geld, weil es kostet Stempelmarken, ja, Bearbeitungsgebühren und so weiter, die der Notar dann eben bei Gericht einreichen kann, um eure Schenkungsurkunde ja legitim zu machen. Genau. Also das sind schon mal so Sachen, wo man selbstständig mal nachdenken kann oder nacheruieren kann. Und ich gehe jetzt eben da in die Polizei rein, werde jetzt mal Anzeige erstatten. Schauen wir mal, ob wir die weiterverweisen werden. Ich mache das jetzt auch in diesem Fall mal das erste Mal. Und danach werde ich euch dann wieder mitteilen, wie es da drinnen abgelaufen ist. Also dann schauen wir mal zur Polizei. Ich möchte gleich eine betrügerische Absicht anzeigen. Und was geht denn? Bei Telegram ist mir so in Nachrichten gekommen, ja, dass ihr ein Typ bin, der eine große Spende verdient hat. Da sind 685.000 Euro angeboten worden. Es war eine Dame, die anscheinend Krebs hat, die im Endstadium liegt, im Krankenhaus liegt, weil sie meine Projekte verfolgt, möchte sie mich unterstützen. Okay. Dann hat sie ihren Notar in Verbindung gebracht. Da habe ich dann schon gesehen, am Briefkopf, total billige, heutige Sache. Okay. Notarfinder habe ich ihn selbst auch nicht finden können. Ich habe jetzt hab schon so weit in der Hand, dass es nur noch darum geht, jetzt soll ich Stempelmarken überweisen. Okay. Also 250 Euro, dass da das alles transferiert werden kann mit dem Gericht. Und die schicken wir jetzt heute oder morgen dann, es ist gestern alles abgelaufen,
Ich bin Kandidat, dass ich das Geld überweisen kann. Und okay, aber Sie sind davor noch mitgekommen, oder? Dass Sie jetzt, oder Sie hören ja auch Geld übermitteln, oder? Nein. Ich kriege das angeblich erst, wenn ich die Stempel mache, das alles begleitet von denen. Okay. Und ja, es geht halt darum, man kann die Leute kontrollieren, wenn man nachher die Kanten noch zufügen kann. Mhm. Und da würde ich jetzt eben riesig einschreiten. Okay. Aber es ist kein Schaden bis jetzt entstanden, nein, oder? Nein. Und Sie wollten quasi, weil Sie einen Channel eröffnet haben, Sie damit dann Geld unterstützen, oder wie? Ja, genau. Also ich habe angeblich meine Werke verfolgt, die okay. Sie gut gefunden hat. Okay. Ja. Ja. Aber Sie kriegen das Geld erst nur, wenn Sie Stempel haben. Ja, genau. Ich frage mal nach, ob man da überhaupt irgendwas machen können. Wer weiß, Sie haben ja Hängerei oder Förderungen nicht noch. Aber ich möchte die Chance geben, dass ihr dann das nachgefallen könnt und dann auch der Kanten überfallen und wir schauen das einfach. Wir schauen mal, gell? Wir wollen aber noch ein bisschen so, wir erscheinen das alles auf, die Daten von Lehrer, die Daten von der Obama, die was das angibt, dass ich sie unterstützen will. Und die Aussage einfach vorher noch, schreiben wir nieder, schicken das zur Staatsanwaltschaft Salzburg, die sollen das rechtlich beurteilen, gell, ob wir da was machen können oder nicht. Und wenn das dabei ist, dann werden sowieso vorgeladen. Gell? Okay, jetzt Screenshots von den ganzen Telegram-E-Mail-Verlauf. Die halten Sie auch noch, ja. Sie haben nur den Namen von der, oder? Oder ja, irgendwas noch? Steht auf den Dingen drauf, wenn man es jetzt nicht die Geburtsdaten von den Klärten, aber sonst rufe ich nochmal zurück und gebe es dann nochmal genau. Extra durch. Sie geben jetzt einmal alles an, was jetzt da ist, was angeben können und das mit dem Geburtsdatum oder wie auch immer der Name ist, das können wir dann noch ergänzen. Okay. Das schreiben wir dann im Bericht einfach weiter rein. Ja. Die Kollegin schreibt das kurz nieder und Ausweis haben Sie. Ja. Genau, dann schreiben Sie das Kollegin und dann, wie gesagt, schreiben wir einen Bericht auf. Und dann werden Sie nochmal hören, wenn es was aufwendig ist. Okay. Weil in dem Fall, wenn Sie unterstützen will mit einem Geld, und es ist eigentlich gar nichts, gell, prinzipiell. Aber lass uns mal überprüfen. Ja, das ist hundertprozentig auf der Hochschule. Das haben wir von Anfang an geklärt. Ich habe so oft Meldungen, ja. Das reicht zum Anfang. Ja. Da habe ich mir mal eingeschränkt, dass ich ein bisschen mehr rausgehe. Und dann zur richtigen Zeit eben kommen kann. Wir schicken das auch viel, lassen es beurteilen und dann werden sie mal vom Gericht her, ob es dann, oder von uns in dem Fall, von der Polizei. Mhm. Und wo wohnen Sie? Ja, das wäre wahrscheinlich daheim im Laptop irgendwo. Ja. Ja, dann geben Sie die Adresse und bekannt der Kollegin, gell? Aha. So. Okay. Aber habt ihr direkt eine E-Mail-Adresse auch, dann kann ich das gleich per Schrift schicken. Ja, da geben Sie einfach einen Google ein, wo das eigentlich gesagt haben. Mhm. Oder ich gebe Ihnen meine E-Mail-Adresse und kann das. Okay. Mhm. So, also wann wie, wenn ich das jetzt nicht. Also vorgestern habe ich die. Vorgestern hatte ich die 17. Oder vor 2-3 Tagen war das, ja. 15. So ungefähr. Ach, 14. war es. Mhm. Ja, 14. Ja. Ja? Genau, also über wann circa? Ja, ich habe so um 18 Uhr habe ich reingeschaut bei Telegram und da ist das dann der erste Kontakt von mir gestanden. Okay, was war dann da? Also sie hat gesagt, dass sie mich lobt für meine Arbeit und würde mich gerne mit 685.000 Euro die ehren, weil sie selbst im Sterben liegt. Was machen Sie für Arbeit oder was? Ich bin vom Christen TV, also eigentlich in jedem Magazin und widmen sich den Ungerechtigkeiten und. Was für Krypto? Krypto, ja, mit Kamera. Ja. Genau, vom TV. Hat nichts mit Kryptowährung zu tun. Ja. Verstehen als Kryptograf. Okay, was machen Sie denn? Ja, ich bin sozialkritisch und widme mich Menschen in Not. Guten Ideen, die der Gesellschaft helfen, aber auch Verbrechern. Das ist so mein Themengebiet in jedem okay. Bereich. Okay. Ja, und die hat sie so für das gelobt, da haben sie weiter wie viel Euro überweisen? 685.000. Mhm. Ja. Also mit dem Brustkrebs im Krankenhaus oder so ein Foto gepostet, wo eine Frau in einem Krankenbett liegt. Brustkrebs, sagt sie, Endstadium. Und es muss ganz schnell gehen jetzt. Zugegessen.
Also sie hat dann gesagt, ja, wenn ich einverstanden bin, dann vermittelt sie mich mit ihrem Notar weiter. Okay. Jetzt haben wir dann per E-Mail weiter korrespondiert mit dem Notar. Kontakt kommt. Genau. Vielleicht sagen wir es mehrere Leute, eine Person, aber für mich ist mal zwei Sachen, das ist mal vorstellig. Mhm. Und ja, soll ich auch mal wissen, welches Land, welche Stadt, welchen Beruf ich habe. Und ich tue jetzt das, ich kann. Genau, genau. Ich habe die Adresse mir gegeben. Ja, sehr gut. Und ja, das war im Grunde alles. Und im Zuge dessen, die Daten mit zu haben, da hat er meine Schenkungsurkunde dann geschickt. Das hat er mir dann am nächsten Tag auch geschickt, diese Schenkungsurkunde. Da habe ich auch einen Geschäftsurkunde erkannt, am drauf gehabt, total billige Copy-Paste-Partien, also ich habe das professionell gemacht. Okay, also Sie haben das erkannt? Ja, die Unterschriften waren da irgendwie reinkopiert, hat man auch gesehen. Mhm. Und dann habe ich bei der französischen Notar nachgeschaut, ob es den Namen auch gibt, der ist auch nicht auffällig. Also im Internet und so? Ja, genau, bei der französischen Notarsuche. Mhm. Ja, am nächsten Tag dann schreibt sie mir wieder, ja, dass das alles passt, das ist alles abgewickelt. Sie brauchen wir jetzt nur. Also am Flugzeug, mal locker. Oder war das im Flugzeug locker? Das war doch noch, gestern. Mhm. Ja, und um das einfach jetzt abschließen zu können, weil sie ja im Krankenhaus liegt, ihr keine Gelder zugreifen kann, soll ich 256 Euro der Stempelmarken Bearbeitungsgebühren schicken, dass das dann einfach vor Gericht beglaubigt werden kann. Also für was genau? Stempelmarken, Bearbeitungsgebühren, ja. Also Punkte aufzählt, was dann insgesamt an die 200, bis über 250 Euro. Wenn ich das dann wieder weiß, dann kriege ich das riesengroße Tabell. Also ca. 250 Euro. Ja, und die haben mir jetzt dann geschrieben, in den nächsten ein, zwei Tagen, also spätestens morgen, kriege ich dann diese sogenannte Bankverbindung, wo ich dann das Geld drauf überweisen kann. Und das ist dann nicht der Punkt, wo man zuschlagen kann. Okay. Also, Sie haben noch keine Daten zu Ihnen weitergegeben? Nein, nur einfach mein Land, die Stadt. Und auch die Biologie? Nein, nein. Okay. Ich weiß ja von Anfang an klar, dass das drüber ist. Ja, ja, ich weiß. Kann ja sein. Und ich weiß von Anfang an, dass das drüber war, habe mitgespielt, absichtlich, um die so gut wie möglich an die Arbeit zu bekommen. Ja. Weil, wenn ich schon vorher wie verdächtig war und so Sachen, dann stellen wir uns mal wieder ab und dann kriegt man die leider nicht. Ja, das stimmt auch. Okay. Und was auffällig war, Englisch, Deutsch? Ja, sie hat auf Deutsch mit mir kommuniziert, aber ich sage sehr komisch natürlich. Also, ja, undeutsch, oder? Ja, genau. Okay. Das ist auch die Schenkungsurkunde, dann sehr eigentümlich in Deutsch geschrieben. Okay, also mit Fehler wahrscheinlich, Zeichenfehler. Ja, genau, genau. Ja, sonst was. Hm. Die Dame wird die Kosten, wie sie ist. Ja, wir haben Nick und Emanuel, aber ich scheitere, dass man das genau ist. Ja. Weil das Französische ist jetzt so mein Ding. Ja. Ich mal, mit dem Stick wird jetzt reichen. Dass nein, ich da einen Screenshot habe. Ja. Also mit dem Screenshot habe ich von Telegram und von E-Mail verkehrt gemacht. Ja.
das war eine E-Mail. Mhm. Okay. Das ist noch in der Top-App. Ja. So. Gut. Falls uns da noch was einfällt, wir machen das ja mit einem 103a. Bedeutet, dass er sich da zum Beispiel das von der Überprüfung. Ja, ja. Mhm. Okay. Weil quasi war natürlich so gesehen, konnte ich schon betrug sein, weil wir ja quasi was gefordert haben von ihnen. Aber... Ja, so viel Geld ist dann auch nicht nochmal von mir aus. Ja, stimmt. Aber wir fangen jetzt einmal an, dann sehen wir das auch so. Und hier schicke ich mal das. Ja, hab ich mal gesehen. Na gut, dann danke für den Aufmerksamkeit. Ach ja, das ist schon gut. Ach ja. Okay. Hier. Und man kann hier mit einem... Das gibt ja auch nicht so gut genannt, oder? So, hoffentlich habt ihr das alles mitgekriegt. Kann ja nicht einfach filmen drinnen, aber so von Audio her dürfte schon passen. Und jetzt schicke ich denen halt natürlich den Rest nur nach. Und dann schauen wir, wie das weitergeht, gell? Also somit mache ich jetzt da mal einen Cut. Und wenn es dann wieder interessant wird, neue Informationen, Ereignisse eintreten, schneide ich es dann gleich dazu. Also bis dahin bin ich jetzt mal fertig. Und der Zukunftsroman meldet sich jetzt gleich noch mehr den Vergangenheitsroman. Eine Woche lang später habe ich bislang kein einziges Wort von der Polizei, aber auch nicht von der Staatsanwaltschaft bekommen. Keine Rückmeldung auf meine Daten, keine Vernehmung wurde von mir verlangt, rein gar nichts. Und das hatte mich dann dazu bemüßigt, nochmals bei der Polizei nachzufragen, wie weit es nun steht und ob dieses Verfahren von der Polizei zur Staatsanwaltschaft eingeleitet wurde. Denn wie gesagt, ich habe alle Daten, alle Screenshots zugesendet und bekomme keine Rückmeldung von irgendwem. Christina, ich habe Ihnen ja vor circa einer Woche eine Anzeige erstattet, ja, genau. Der Zugriff so schnellstmöglich erforderlich ist, weil sonst springen die ab. Ich kriege noch immer keine Rückmeldung von euch. Ja, weil wir das jetzt gerade zur Staatsanwaltschaft geschickt haben zum Überprüfen. Also das liegt ja nicht an uns. Aber ich kann die Leute nicht mehr lange hinhalten. Die behalten sich bald wieder bedeckt. Dann ist die Samsmarkanter-Nummer geschickt, es wird der Teil, wo du zuschlagen kannst. Das kennst du das bald wieder. Ja, aber ich muss vorher auf eine Antwort warten, ich kann ja auch nicht. Ja, die Hauptsache ist, dass ich schnell, wenn es brave Leute in den Corona-Faschismus einsperrt, aber da braucht es um. Ja, aber das kann ich nicht. Gefahr im Verzug bedeutet schnelles Handeln der Polizei, das müsste bei euch nochmal als innen sein. Wieso Gefahr im Verzug? Eine betrügerische Bande zockt Kohle ab. Ja, wir haben das eh aufgenommen. Ja, aber die springen wir jetzt dann ab. Das könnt ihr noch nichts mehr machen, wenn die alle Kanten löschen. Da sind sie nicht mehr nachverfolgbar. Das ist nicht mehr in meiner Hand. Das ist jetzt bei der Staatsanwaltschaft Salzburg. Die müssen das überprüfen und dann kann ich was drucken, was ich machen darf oder soll. Also ich verstehe das jetzt wirklich nicht mehr. Können Sie vielleicht irgendwas machen, dass ich jetzt da war und sage, das muss jetzt schnell gehandelt werden? Dass ja, kann ich machen, ja. Ja, bitte, weil die springen ab, da sind sie immer noch verfolgbar. Ja. Gefahr im Verzug hast, schnelles Eingreifen einmal. Ja, was? Ja. Ich möchte. Also ich wollte zwei Tage noch ein Gericht darüber, gell? Okay, wieder schon.
Ja, also wir haben heute den 22. März. Ich habe es gesehen, ich bin jetzt Polizei rein. Dann habe ich mal nachgefragt, warum da kein Eingreifen stattfindet. Es ist eine Woche her, dass ich die Anzeige erstattet habe. Gefahr in Verzug und die müssen noch prüfen. Man, was muss man denn noch prüfen? Ich habe denen Screenshots geschickt von dem Chatverlauf, was ich mit denen gemacht habe. Da braucht man immer viel prüfen, da braucht man nur noch handeln. Wie gesagt, brave Menschen, die sich für die Rechtsstaatlichkeit einsetzen, auf die Straßen gehen, da sind die fix beim Strafen, beim ja, Einsperren und so weiter. Das geht auf die eine Sekunde, auf die andere. Aber wenn ich da eine betrügerische Bande aufdecke, mich undercover einschleuse und alles so nur noch präsentiere, dass sie zugreifen brauchen, dann über eine Woche ich Wort keine Rückmeldung kriege. Das ist ein Skandal, das finde ich mir schon. Was Gefahr in Verzug hast, weiß die Polizei normalerweise auch. Und da muss schnell gehandelt werden. Aber egal. Ich warte jetzt zwei Tage noch, eben heute ist der 22. März. Und wenn sie in zwei Tagen nichts tut, dann werde ich einen fetten Bericht machen über die Unfähigkeit unserer Polizei. Naja, somit bin ich jetzt mal aus dem Zeitschema heraus per Video. Schauen wir mal, bei welcher Zeit ich dann wieder einsteigen wird, sodass der Bericht dann fertig wird. Baba. Und eben in der Zeit zwischen meinen zwei Besuchen bei der Polizei hatte mich dann dieser Möchtegern-Anwalt nochmal angeschrieben, dass er noch immer kein Geld eben bekommen hatte. Und ich habe ihn daraufhin vertröstet, dass ich mein Geld noch nicht flüssig habe und es mir eben dementsprechend nicht möglich ist, dieses Geld zu überweisen und sie auf den 1. April hinvertröste. Ja, ein kleiner April-Scherz am Rande. Auch ich mit dieser angeblichen Patricia mich unterhalten hatte, dass ich eben Geldschwierigkeiten habe und sie eben bis zum 1. April darauf zu warten ersuche. In diesem Fall teile ich ihr auch mit, dass es mir ja finanziell sehr schlecht geht und es für mich sehr schwer ist, generell Essen zu kaufen an einem Monatsende, da am Monatsende kaum mehr Geld für mich übrig ist. Ich sozial beim Sozialamt Stütze bekomme, sodass sie dann eben den Eindruck gewinnen kann, dass sie hier einen mittellosen armen Menschen abzocken würde. So erkennt man auch hier die Dreistigkeit, dass sie da überhaupt keine Empathie oder Gewissen hegen, arme Menschen, die eh schon am Hungertuch leiden, abzuzocken. So habe ich das eben dementsprechend formuliert, dass auch ersichtlich ist, dass das eine sehr gewissenlose, betrügerische Bande ist. Und nach dem letzten Polizeibesuch, das ihr im Video gesehen hattet, habe ich mich dann noch bis zum 17. Mai versucht, mit ihnen in Kontakt zu treten, sodass sie eben an meiner Angel hängen bleiben. Und auch sie nicht skeptisch werden, auf dass sie dann vielleicht den Eindruck erweckt bekommen würden, dass ich etwas mit ihnen vorhabe, anstatt sie mit mir. Also bis 17. Mai ist der letzte Gedankenaustausch mit denen über mich und mit mir über sie vonstatten gegangen. Und wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, dieser Telegram-Account ist noch immer aktiv. Ich habe es euch auch zuvor schon gezeigt, dass dieses Facebook-Profil auch noch aktiv ist und sogar erst vor kurzem neu aktualisiert wurde. Somit nach einem Dreivierteljahr diese Bande noch immer unbehelligt ihr Unwesen treiben kann. Naja, ich dachte mir halt dann nach dem letzten Polizeibesuch, dass ich vielleicht mit einer Woche Wartezeit etwas
zu kurz angebunden war, dass ich der Staatsanwaltschaft doch noch etwas Zeit geben sollte, hier nachzueruieren, vor allem auch mal mit mir in Kontakt zu treten. Nichts ist, wie erwähnt, schon bislang dato nicht geschehen. Jetzt, wo ich das Video eben schneide, haben wir den 25. Jänner 2023. Angefangen hatte mein Gespräch am 14. März 2022. Und so kann ich doch jetzt sagen, dass ich auch der Staatsanwaltschaft mehr als genügend Zeit gegeben hatte. Ich habe es ja bei der Polizei, bei meinem letzten Besuch bei der Polizei erwähnt, dass wenn ich keine Antwort jetzt dann bekomme, ich einen medialen Bericht darüber machen werde. Und dies ist jetzt somit geschehen. Ja, mir scheint, dass wohl die Staatsanwaltschaft und die Polizei extrem überfordert ist. Ihr müsst bedenken, man hatte zu viel Zeit aufzuwenden, friedliche Demonstranten, die unter freiem Himmel für ihre Grund- und Freiheitsrechte eintraten, zu verprügeln, mit immens hohen Strafen zu versehen und auch mit hohen Gefängnisstrafen zu überhäufen. Ich war einer unter diesen viel Gestraften, aber auch einer dieserjenigen, die für lange Zeit ins Gefängnis mussten, weil ich mich eben für Frieden, Gerechtigkeit eingesetzt hatte. Da muss man es der Polizei schon wirklich nachsehen, dass sie damit schon alleine zu sehr überfordert war und sich dann durch auch diesen Subjekten, die ich euch heute hier vorgestellt habe, anscheinend nicht zuwenden können. Ja, sie waren wohl zu sehr damit beschäftigt, den Aktivisten Florian aus Linz für mehrere Jahre gefängnishaft zu verurteilen, weil er sich auch an sein Herz gelegt hatte, für unsere Grund- und Freiheitsrechte einzustehen. Man muss verstehen, dass man andere Aktivisten wie den Herrn Erwin zu dem Bericht, den der Thomas Breit von seinem Medienkanal Neue Normalität gemacht hatte, wo er uns nahebringt, dass 6 vermummte Polizisten eines Einsatzkommandos seine Wohnung gestürmt hatte, seinen Computer weggenommen hatte, seine SIM-Karte entledigt hatte, weil auch er sich für Frieden und Freiheit und Gerechtigkeit eingesetzt hatte. Ach, daran könnte ich vieles aufzählen. Auf meinem Medienkanal könnt ihr unzählige Beiträge vorfinden, ob auf Rumble oder YouTube. Ist alles in der Videobeschreibung verlinkt, meine beiden Kanäle. Weiter unten, wenn ihr runterscrollt, findet ihr auch den Rumble-Kanal. Und somit muss man doch Nachsicht haben mit der Staatsanwaltschaft, uns Unholde zu verfolgen. Aber ja, so hoffen wir doch auf Fachkräfte, auch bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft, die sich hinzufügen werden, um ihnen etwas Unterstützung zu geben. Ja, währenddessen ich jetzt meine letzten Worte an euch gerichtet habe, habe ich euch einen Screenshot zu der Rechtsinformation des Bundes eingeblendet, wo zu lesen ist, dass unter Paragraf 286 die Unterlassung der Verhinderung einer mit der Strafe bedrohten Handlung zu bestrafen ist. Also kurzum, dieses Gesetz sagt aus, dass wenn man einer Straftat mitwissend ist, sich mitschuldig macht und demnach auch bestraft wird. Ich habe dies versucht, durch meine Mitwissenheit ans Tageslicht zu bringen, zuerst bei der Polizei, in der Übertragung zur Staatsanwaltschaft, nun auch hier mit meinem Medienbericht. Sollte ich hier nun auch die Frage stellen, ob sich die Staatsanwaltschaft mitschuldig macht, dass sie ja von mir die Daten mitbekommen haben und nun auch wissen, welche betrügerische Handlung es sich hier handelt. Vielleicht ist auch die Staatsanwaltschaft wirklich generell machtlos, diesen betrügerischen Banden Herr zu werden. Jedoch, wenn schon ich den Hinweis gebe, dass ich ein Journalist bin und mich diesen Fall auch annehme, was bei meinen Besuchen bei der Polizei
mitbekommen hatte, sollte man zumindest von seitens der Staatsanwaltschaft mir mitteilen, dass sie machtlos sind, um diese Betrüger dingfest zu machen. Es einfach zu ignorieren, ist dabei zum einen keine gute Idee eines Journalisten gegenüber und meiner Meinung nach auch extrem unhöflich, wenn jemand eine Anzeige anbringt, ihm dabei vollkommen zu ignorieren, wie der Sachverlauf weiterging. Somit bedanke ich mich nun. Freie Aufmerksamkeit hat ja doch schon wieder eine gute Stunde gedauert, ist sehr umfangreich, musste etwas abschweifen zu Bitcoins und dem Social Credit System. Ich hoffe, es war für euch interessant und lehrreich und wünsche euch allen alles Beste. Gehabt euch wohl.